Klar, dass bei den Crazy Weeks von Laguna Divers im Tropitel in Dahab immer wieder verrückte Dinge passieren. Aber eine Hochzeit, die gab's noch nie. Mit Patricia und Marco traf es auch gleich noch echtes Crazy Week Urgestein. Also ich bin seit der ersten Crazy Week dabei. Damals hieß sie noch Blue Hole Dive Challenge. Und seitdem sind wir jedes Jahr mit Laguna Divers bei der Crazy Week. Wir haben beim Standesamt haben wir die rechtliche Frage gestellt bekommen und hier haben wir die unterwasserrechtliche Frage gestellt gekriegt, ob wir auch auf immer und ewig unsere Pressluft miteinander teilen wollen. Wir konnten uns vorstellen, dass irgendetwas gemacht wird, aber nicht in dem Rahmen. Ja, die Überraschung war ja erstmal noch hier oben im Café Viereck, dass wir da schon mit Equip, mit Zylinder und Flieger ausgestattet und Schleier ausgestattet wurden. Wir dann in einem traditionellen Zittertaler Hochzeitsmarsch zum Wasser sind. Sind dann eingestiegen, abgetaucht und wurden dann sogar von meinem leiblichen Trauzeugen zum Altar geführt, wo uns dann entsprechend unser Unterwasserfacher, der Tom, getraut hat. Und unter Wasser hat es dann alles geklappt oder was gab es da vielleicht für Schwierigkeiten? Ja, Schwierigkeiten waren eigentlich eher so, Equipment zu halten. das Equipment unter Kontrolle zu halten, was aufgrund der aufsteigenden Luftblasen sich immer wieder aus dem Staub machen wollte. Aber nö, ansonsten Komplikationen gab. Also ich denke mal, bei den Laguna Divers, da muss man immer mit bösen Überraschungen rechnen. Und von daher ist das eigentlich. Aber es war eine Überraschung, also wirklich geahnt haben wir es nicht, also gewusst haben wir es nicht. Geahnt, man weiß es nicht.